Abgeschmiedetes Eisen, Kunststoffabfall, Öl, Kohle und Säureabfall da. Dann suche ich dafür mir erstmal 30 raus. Geschmiedetes Eisen brauche ich 3, das heißt 9. So, ich suche mal hier nach Erdbohrergedöns, dass ich auch ja bessere machen kann. Also so richtig schön gute. Muss ja mal finden, wo das ist. Kunststoffabfall waren 24. 24 mal 3. Mechanic Tools. 48. 72. Ja, aber Auto ist geiler, weil da können wir beide zusammen drin sitzen. Das Ding hat 2 Sitze, das ist total geil. Achso, ich glaube übrigens meine Musik ist gestorben, kann das sein? Kann sein. Einmal von vorne, bitte. Ich meine nicht, dass es hier zu ruhig wird. So. Haben wir Flasche mit Säure nicht? Willst du mich verarschen? Irgendwo haben wir die, definitiv. Okay, Crafting Skills, ja. Stone Tools, Scrap Tools, Iron und Stahl. Diamant Tools. Level 100. So, 3 Reifen werden gemacht. Weiter zum Schlag. Ich sehe leider nicht, auf welcher Stufe der Erdbohrer wäre, wenn ich ihn herstelle. Was meinst du jetzt? Zum Upgraden oder? Nein, wenn ich den herstelle, ob er Stufe 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 ist, das sehe ich nicht. Zeigt er mir gerade nicht an. Das ist ein bisschen uncool. Warte, ich kann mal kurz, vielleicht sieht man da was, warte mal. Also ich meine, wir haben alles da. Ich kann einfach einen machen. Was hat der Erdbohrer für eine Farbe für dich? Grün. Als Hintergrund. Grün. Gut, habe ich auch. Das ist dummer. Schnapp mir mal die Teile und guck mal, was draus wird, weil die sagt, wir haben dafür alles rumfliegen und mehr als genug. Außer du jammerst jetzt einem Motor hinterher. Was? Heulst du gerade wirklich einem Motor hinterher? Nein. Alter, wir haben über einen Stack Motorwerkzeugteile. Was ist denn mit uns? So, wo ist der geschmiedete Stahl? Davon hatten wir doch auch immer welchen. Geschmiedetes Eisen haben wir. Stahl nicht. Ich könnte schwören, wir haben irgendwo mal Stahl gehabt. Mist. Ne, dann geht das natürlich nicht. Richtig elektrische Teile. Ja, grüner Hintergrund müsste 4 sein, das ist richtig, aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob der Hintergrund uns dann auch wirklich sagt, dass es auch so rauskommt. Ach, dein Tungsten ist Stahl. Was? Also das, was du hier ausgibst, sagt er mir, ist Stahl. Halt mal die Produktion an. Doch, ist geschmiedet, Stahl, vergiss es. Doch, alles gut. Jetzt habe ich schon angehalten. Soll ich neu starten? Falls wenn du es kannst. Aber Stahl ist das, was wir brauchen. Und nicht Tungsten. Und ich kann es nicht anstoßen. Haben die echt das jetzt umbenannt endlich? Also es gibt beides, laut meinem Plan. Wir haben Tungsten, Stahl, Eisen. Ja, die drei Materialien haben wir.
Tungsten ist so ein, ist eckige Darstellung und geschmiedeter Stahl sind zwei Barren übereinander. Und fürs Auto brauchst du... geschmiedeter Stahl. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ja, dann ist ja alles gut. Hast du schon ein bisschen Stahl rausgenommen? Ja, wie viel brauchst du? 15? Ja. Also eigentlich nicht viel, das kann ja währenddessen weiter ausgehen. Ja, ist ja in Ordnung. Oh nee, 25. Egal. Kann jetzt hier auch, die kann ich hier auch abwarten. Komm her. Okay. Was hast du denn hier gemacht? Besuch? Ich hab grad den abgestochen. Ja. So, dann stoß ich den mal an. Nee, der Ziegel ist drin. Ich hab den Skill nicht gehabt für das geschmiedete Stahl. Mann, oh. Alter, ich will den scheiß Truck jetzt. Also jetzt ist mir gerade alles scheißegal, ich will jetzt die Teile für den Truck raussuchen. Klebeband brauche ich. So, in 20 Sekunden haben wir einen Erdboden, wissen wir schon mal mehr. Leder. Ja, der betont dann für das, was gerade in dem Fall nicht so relevant war, deswegen startet das mit dem Ziegel so rot. Wundert nichts, wenn ich hier irgendwann mal keinen Ton mehr habe. Wenn ich einfach über mein Headset-Kabel rüberrolle. Richtig vorbildlich. So. Oh, tatsächlich. Stufe 4 Erdbohrer. Geil. Kann ich das irgendwie verbessern? 5 oder so? Da fehlt mir noch das Tungsten. Mechanic Tools. Ja, auf Level 70 könnte ich bessere machen. 49 brauche ich. Also ich würde mal sagen, ich kann dann auch gleich mal losgehen eigentlich. Ich kann auch ein bisschen bohren jetzt in der Nacht. Was hältst du davon? Gut, das bin wie gesagt hier gerade am Zusammenstellen. Ich brauche noch kurz Benzin. Auto, Auto. Achso, du bist im Auto. Ja. Yeah. Danke. Nimm mit. Oh, ich sehe auf jeden Fall, wir müssen wieder Benzin ranschaffen. Oder können wir weg? Wir können haben, wir noch, haben noch einen ganzen Stack voll. Achso, okay. Ja, das Problem ist, dass da ist ein Kabel dran, das ist ganz wichtig, das kann ich nicht austauschen und das ist zu kurz. Deswegen habe ich da eine Verlängerung dran und die macht das Ganze jetzt ein bisschen sehr lang. Wagen und Krampel, danke! Oh Gott, ist das schön, so zu arbeiten. Mach jetzt mal priorisiert unseren Graben weiter, ne? Ja. Und dann können wir mal nach Eisen graben. LOL! Das Boost-Spiel nicht funktioniert bei dem Ding auch, ich fass es nicht! Das ist auch in dem Sinne ein Nahkampf-Loch ist. Alter! Alter! Ich kann hier durchsprinten! Haben wir schon eine Werkbank hier unten? Ja, in der Werkstatt. Ja. LOL. Danke für den Boost. Oh, das müssen wir bei dem Erzvorkommen machen. Dann haben wir aber Material. So, jetzt
Oh, das ich ist richtig schön. Fahrwerk. Ach, Motor und falsche Batterie. Man merkt, dass die Größenwand hier gerade durchgesprintet ist. Ach, ich brauche für den. Ach, für den roten brauche ich Tanks. Das ist dann das bessere Fahrzeug, schätze ich mal. Ja, es ist rot, Alter. Dafür brauchen wir auch die roten Reifen. Ja. Du sagtest, wir hatten noch ein ganzes Deck Benzin da, ne? Ja. Gut. Oh Mann. Wir schwan die Übles, dass wir kein Benzin mehr haben. Hast du auch wenigstens den großen Benzintank wenigstens reingepackt in den Erdbohrer? Nö. Warum haben wir den Mod Benzin nicht? Weil ich nicht genug Platz da drin hatte. Was hast du denn alles drinne? Ich habe zwei Slots und ich habe mehr Schaden gegen Stein und mehr Schaden gegen Erde. Das, was Sinn macht mit dem Ding. Ach so, du hast die beiden... Ja, ist okay. Weil der größere Tank, der sorgt ja nicht dafür, dass wir Energie sparen oder so. Das ist nur... Ja. Das ist nur, ich muss weniger auf Nachladen. Mich interessiert vielleicht nachher, wenn wir jetzt das Auto gleich haben, was das Aufrüsten angeht, der Mod. Da bin ich mal gespannt drauf, aber es kann natürlich sein, dass wir dafür auch dieses HD-Fahrzeug bauen und nicht das normale. Oh, Benzin ist leer. Das ist okay. Komm mal, Benzin schnorren. Ölschiefer? Keine Ahnung. Eigentlich könnten wir uns ja mal Benzin anstoßen, wenn es danach geht. Crafting, Gedöns. Oh, tatsächlich ein bisschen. Müsstest du ja noch 10 geschmiedete Eisen, Stahl haben, oder? Oder hast du das schon weggepackt? Hab ich. Bitteschön. So, dann fehlt uns nur noch das geschmiedete Stahl. Und dann haben wir ein Auto. Jo. Klingt gut. Und wie lange braucht das noch? Kommt drauf an, was, wann in der Werkbahn fertig ist. Ja, du kannst es doch ausrechnen, oder nicht? Gleich, ja, aber müsste ich da sein. Ja, ist gesagt. Gut. Es ist eh noch wieder da. Boah, Busbilly, danke! Nachladen, scheiße. Eins dauert 10 Sekunden. Yeah! Das fühlt sich so gut an.
Ah, ist vorbei. Schade. Es ist Boost Melee, ist super geil, danke. Ja, 35 Minuten. Okay, das heißt, wir haben für die nächste Nacht dann auch. Also in der nächsten Nacht. Weil ich das Auto selbst brauche ja auch noch einen Moment zum Craften. Hey, guten Morgen! Jo, moin. Oh, ich bin sogar gleich vielleicht in 60 Minuten. Hier, Zaubergraf, du kannst dem Sven gerne mal ein paar Pünktchen rüberschieben. Macht sie doch schon die ganze Zeit. Macht sie? Ja, ja, ich schon über den ganze Zeit, der machte das. Oh! Okay. Er macht so viele nette Sachen für uns. Ich glaube, du musst mir einfach mal irgendwann mal eine TXT-Datei machen von diesen ganzen Befehlen. Damit ich einfach mal nebenbei reinschmecke. Mach ich den Gramm hier gerade drei lang? Drei? Keine Ahnung. Ich bin gleich wieder da. Ja. Nee. Anzeigefehler pur. Sven? Der Wille ist gut, aber wenn ich mit dem Motorwerkzeug arbeite, unten links, du siehst meine Ausdauer, der gelb-schwarz gestreifte Streifen. Ich verbrauche gerade keine Ausdauer. Entsprechend netter Gedanke, bringt mir nur gerade nichts. Aber erhöht den Pott definitiv. Na Mist, was hab ich hier schon wieder gemacht? Ah! Nach. Repair? Oh Gott, das ist geil. Denn das funktioniert gerade. Schon, dass das was bringt. Geil! Danke! So, wir gehen auch gleich wieder zur Tür raus und machen ein bisschen Action. Die entspannte Nacht ist ja hinter uns. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch nur noch einen Tag und dann sollte es für heute eigentlich auch schon wieder reichen. Also nur für eure Pläne. Ich finde auch dieses Grabenkram so entspannend. Ich weiß, vielleicht sind alle so. Er ist gerade nicht da, hat er gesagt. Hey, ich lauf schneller. Ja, dann bleibt wirklich auch nicht klar. Bringt dir Fast gerade was? Nee, eigentlich nicht. Ihr Fast ist. Hier, also wenn ich jetzt hier rumlaufen würde, dafür wäre es geil, da bin ich jetzt richtig flott unterwegs.
Das wäre eine geile Kombination mit dem Boost Melee, glaube ich, wenn er einfach super fast rennen würde und alles mit einem Treffer töten würde. Das wäre irgendwie witzig. Aber jetzt so gerade, wenn ich am Rammen bin, ich merke zwar, dass ich schneller laufe, aber wirklich bringt tut es mir in dem Sinne nichts. Ich finde das auch einfach ein nettes. Oh, yo! Danke! Geil. So, wieder da. Sven hat auch gerade gefragt, ob du irgendwas brauchst. Ja, ob ich irgendwas brauche? Geld, Reichtum, Macht und Ruhm. Wenn du noch zu Hause bist, magst du uns mal neue Leitern bauen? Was ist hochgegangen? Ja, sagen wir mal so, es ist nicht hochgegangen. Die Leiter sind irgendwie runtergefallen. Kann ich machen. Ja, Sven, wäre schön, wenn es funktionieren würde. Wir haben hier Kohle vorkommen, glaube ich, oder? Nö, ist einfach nur dunkel. Wie viele Leitern brauchst du? Alle? So 10? 10 mindestens, aber ich würde ja auf sagen, wenn du 20 hast, bringst du mehr. Den Weg nach oben müssen wir nochmal neu machen. Hä? Irgendein Held hat den Block unter den Leitern, wo sie drauf stand, abgebaut. Sven, versuch mal mit Hashtag IQ. Vielleicht steigt das bei Koyambildern. Leitern liegen vor der Leiter. Danke. Junge. Aber der Gramm ist gleich fertig. Dank der fleißigen Unterstützung vom Chat lief das echt gut. Trotzdem, dass du so Brain AFK die Leiter runtergesegelt geballert hast. Ja, also sagen wir so, ich war gerade auf Boost Melee, war mir alles egal, ich wollte durchkratzen, damit wir schön Zeit sparen. Ah, ich freue mich wirklich darauf, wenn wir mal richtig Erze abbauen gehen und dann Boost Melee aktiv ist. Wie geil ist das denn bitte? Wenn ich meinte, versuch's mal mit Raute IQ. Vielleicht steigt dann der IQ-Wert bei Koyambel und reißt das nächste Mal nicht die Leitern ab. Ich hab das im ersten Moment auch nicht verstanden. War wohl besser so. Funktioniert nicht. Scheiße. Ja, Hashtag IQ1. Das ist, glaube ich, die bessere Idee. Wenn der Befehl schon beim Host nicht funktioniert, dann funktioniert es auch nicht beim Partner. Das liegt einfach daran, dass ich keine Luft nach oben mehr habe. Ist doch klar. Nur auf, Alter, sonst verschlucke ich mich noch. So. Ah, ich sehe nicht mehr so viel. Und ich möchte eigentlich gerade runter, weil ich zum Händler möchte. Das kann ich verstehen. War Alkohol bei der Arbeit? Das Problem ist gerade mit dem Blur. Ich weiß gerade nicht, ob ich die Leitung richtig setzen würde oder nicht. Du siehst genauso wenig wie ich, ne? Ja, ich sehe genau. Also was Debuffs angeht, sind wir beide betroffen. Danke, Sven. Ich gucke mal, ob das so hinhaut. So, da kann ich nochmal aufräumen. Alter, wir haben mehrere Tonnen Erde rausgehauen.
Also die Leiter scheint zu funktionieren auf jeden Fall. Ich komme gleich hinterher, da können wir uns neue Quests raussuchen. Ja. Crafting-Gedöns. Nee, nicht hier. Objektteile, wo habe ich die denn? Da. Wo waren das nochmal mit der besseren Dingens rausziehen? Das war doch hier irgendwo mit besseren Sachen rausziehen aus den... Best? Ja. Diving Adventure habe ich auch schon gemacht. Ist bei hier irgendwie Bonis oder so, wie das am Ende heißt. Mit drin. Oh, Getränke. Nehmen wir ein bisschen Tee mit. Wo ist das? Guck gleich mal. Ich suche mir gerade was zu essen raus. Okay. Es ist unter Benefits. Ja. Und dann... dritte Reihe von oben, zweites Symbol von links. Ah, gut. Dann habe ich jetzt Suche Bier. Weißbrotrezept. So, auf zum Händler. Ja, Quest abgeben. Abgesägte Schrotflintenmod oder Shotgun-Patronen? Ich finde die abgesägte Mod irgendwie doof, also können wir die Patronen nehmen. Ich kann auch das Rezept für Weißbrot nehmen. Brauchen wir das? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Vielleicht. Was? Durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie du dieser Gegenstand. Die Qualität des gefertigten Gegenstands wird durch das vorherrschende Eigenschaft bestimmt, wie etwa Shotgun-Messer für alle Schrotflinten. Was? Was hat Weißbrot mit Shotgun zu tun? Oh, ein Shotgun-Messiah, ach, ja. Was ich noch nicht habe, sehr schön. Ich kann ja zwei Dingens nehmen. Ich kann ja zwei Belohnungen nehmen, ich vergaß. Sag jetzt nicht, das Nadel kriegst du Faden hin, weil du auf Level 60 bist und ich nicht. Ja, weil ich den Skill schon reingemacht habe. Keine Ahnung, musst du mal da gucken. Da fehlt mir jetzt ernsthaft ein Millimeter an EP für? Alter, ich geb dir gar nichts mehr ab, ich geh graben. Du kannst mir trotzdem beantworten, ob du Nadel und Fadenband 1 brauchst. Ich guck mal. Nadel und Faden. Band 1, ja, brauche ich. Gut. Okay, ich loote vielleicht auch ein Auto. Ah! EP! Gebt mir EP! Schmeißt eine Horde oder so, wenn ihr gerade mal Bock habt. Ja, neue Handelsroute nehme ich. Der Händler ist 300 Meter entfernt. Einfach nur irgendein Gegner würde auch reichen. Wenn nicht, grabe ich einfach wieder. Das belastet dich gerade echt, oder? Ja! Tanke ich schon auf Bäume ein. Du Arsch. Nur auf die es verdient haben. Ist ja ein guter Baum. Gib mir EP. Hab nicht genug Ausdauer, okay. Weißbrot ist leider keine Fraktion. Oh, Fromage. Vogelnetz. Hey, ein Ei. Sehr schön. Alter, jetzt fehlt mir nicht mal ein Pixel für die Leiste. Komm, gib. Ah, Level 60. Danke. Schweine hat mich jetzt mutwillig zappeln lassen. Mein Gott. Aber wenn ihr mich wollt, dass ich auf... Ja? Nadel und Faden, Band 4. Fehlt noch. So, mach jetzt mein Skill rein. Wie viele Fragmente vom Soldier haben wir? Wir haben, glaube ich, einmal voll. Dann nehme ich nochmal zweimal mit. Motorcycle. Oh. Jo, wir haben Motorradfahrwerk, wenn wir Bock drauf haben. Danke. Cool. Na gut, das Auto ist jetzt fast fertig, ne?
sind Versassen, ja, geht vielleicht ein bisschen flott unterwegs. So. Das heißt, wir machen gleich erstmal deine die Handelsrouten-Quest beide. Ask, willst du Speerjäger Band 3? Wenn nicht, nehme ich Erste-Hilfe-Verbände. Nee, Speerjäger, die sammle ich nicht. Also, ich habe jetzt Speerjäger, glaube ich, gar nichts drin. Nee, Speerjäger habe ich gar nichts. Schrotflint-Messias Band 7? Ja, nehme ich. Oh, verdammt. Ja, nee. Brauchst du selbst, oder was? Nee, ich hatte 2 Nahkampfbücher für meine Knüppel dabei, die ich beide noch nicht hatte, die ich ausnehmen konnte. Wow. You have a great day now. So, Secret Stash. You have a great, ich gebe das mal dem anderen, vielleicht nicht da ja noch mehr coolen Scheiß. Wo sind der andere? Der stand unten, ne? Ja. Yep. Da. Moin, mein Junge. Thank you, Survivor. Weißt du, welcher Händler das ist? Nee. Das ist der jetzt straight Richtung Süden. Klingt gut. Meiner. Ja. Gefecht in der Stadt, Band 5. Gefecht in der Stadt, Band 5. Gefecht in der wie sah denn das aus? Gefecht in der Stadt, Band 5. Brauche ich noch? Nehme ich. Sonst sieht das unwichtig aus. So, Handelsgut muss ich bei dem oben wahrscheinlich dann holen. Ja. Yep. Ja, ich komme gleich mit. Pass auf, ich muss zu einem anderen Händler oder so. Dann trennen sich hier unsere Wege. Besondere Aufträge. Stufe 2 Handelsgut. Danke. Keine Belohnung verfügbar. Wie unhöflich. So. 347 Meter von hier aus. Ja. Yep. Ich hab gedacht, wir machen erstmal das mit den Büchern. So, klar. Bitteschön. Was hast du in Nadel und Band 4 brauchtest du, richtig? Oder war das Band 1? Ich brauchte beide. Liegen bei mir im Roller. Geil, danke. Also, ich habe jetzt gerade 780 Schuss 762er Munition. Ich kann dir auch noch welche geben. Ich habe immer als Questbelohnung einmal 120 Stück noch genommen. Glaub mir, was bei mir als Schrott drin war, habe ich dann nur 762er genommen. Also Munition haben wir. So, ab in die Richtung. Dann fahren wir einfach mehr Straßen, Sven. Yeah. Naja, wenn... Das werden wir nicht tun, ich kenne uns. Glaub mir, wenn ich fahre, kommen wir durchs Gelände. Sitzt hier so frech lang. Guck mal, da ist eine Shotgun-Messiah-Kiste für dich. Oh. Willst du dir echt dran vorbei hinter dir? Ja. Das ist eine Falle. Komm gleich mit einer Horde. 112 9mm Munition. Vielen Dank. Sind wir bald da? Warte mal. Hier steht NPD dran. Okay, werden wir schon politisch oder was? Ich habe mir aber bei dem Schild nichts anmerken lassen. Ich bin einfach dran vorbeigefahren. Oh, wie sieht das mit unserem Bedürfnis nach Salz aus? Ist ein riesiges Vorkommen. Ja, können wir gebrauchen. Bau mal kurz ein bisschen ab, damit man sieht und markierst du auf der Karte. So, mach das. Geil! Wegpunkt... Da, Nitrat. Perfekt. Check. Und weiter geht's. Oh, Stufe 2 Quest. Nehmen wir doch gleich welche mit, ne? Ich habe auch oben welche mitnehmen können. Guck mal, beseitige Zombies 218 Meter im Norden. Finde ich gut. Wenn du
Inventar ist auch schon wieder voll mit so viel Scheiße. Ich weiß gar nicht, wo das da schwer herkommt, ey. Hey, Typ. I lost the bet on this one. Here's some money. So, ich hab Stufe 2. Was, du wolltest, hast Ödland. Das im Norden, ne? Ja, im Norden. 200 Meter. Ödland schätze Band 6. Moment. Fehlt. Hab ich mal gekauft. Geiler Typ. Schau mal, was wir oben haben. We sell only the best merchandise. Survivalist-Fragmente. Jetzt Bergbau. Möchte ich gerne wissen, wie viel wir davon haben. Kaufe ich jetzt einfach zwei Survivalist-Klassenfragmente oder lass es sein? Gute Frage. So, er hat jetzt hier 700 Meter Nord. Norden ist auch in Ordnung. Komm her. Danke. Aber irgendwann schaut, glaube ich, dann sogar bald alle. So, ich gehe gerne mal ein paar Sachen loswerden. Ich habe einen Wurm. Willst du den haben? Nö. Ich glaube, das wurmt ihn. Abholen, säubern, Nordwesten, 300 Meter. Ah, da ist sie definitiv näher dran als meine. Ich werde meine mal teilen. Teilen und teilen. Annehmen, annehmen. So, das nächste ist von dir Stufe 2 säubern, dann nehmen wir das doch direkt. Auf geht's! Action! Sven, wir sind gerade beim Händler gewesen, deswegen funktioniert es nicht. Da steht jetzt gerade sicher. Hier, wo meine Maus sich gerade bewegt, da steht das Wort sicher. Das ist, wenn wir zu Hause sind, in unserem Safe-Spot oder halt bei einem Händler. Da kannst du uns sowas nicht an den Hals setzen. Achso, es war noch vorm Händler. Gut, dann weiß ich gerade nicht. So, bin ich jetzt unnötig losgefahren? Oh, Spawn Right funktioniert. Okay. Was war das nochmal? Achso. Keine Ahnung, ist bei dir. Oh. Na, lecker. Ach, der Zombie. Ja, also da habe ich jetzt getroffen mit der Magnum. Das war geil. Direkt zwei Treffer ins Face. So mag ich das. Dieses Haus ist Stufe 2. Oh mein Gott. Was haben wir hier Schönes? Blackberry. Achso, du erntest zwei wahrscheinlich raus, ne? Ich ernte mittlerweile schon 3. Oh, gut, dann darfst du das schön alleine machen. Naja, ist schon ein großer böser Zombies. Die Sache ist, es ist natürlich geil, wenn man viele Sachen auf einmal auf uns lossetzt. Habe ich eine Schreierin gehört? Ja. Nö. Vor allem muss es irgendwo anders reingehen. Da ist die Schreierin. So. Ich hab sie zerlegt. Okay, man muss die Holztür einschlagen. Das ist wahrscheinlich ein Modgebäude. Da ist das nicht immer so, dass du einfach nicht hast. Katzenbild! Und ein dicker wow, das ist ein Samsung-Fernseher hier. Ich kenne auch den Fuß. Oh, LG hat solche Dinger auch. Oh. Ich suche Entertainment Stand. Supply Fire, Health und Armor. Cool. Herbert die Horde, genau. Du hast das Prinzip verstanden. Hey, Gesichtspiercing. Wuhu.
ohne Knarre. Oh, danke, endlich mal was Sinnvolles. Du hast ja schon längst eine Knarre, ne? Ja, ja. Aber auch Stufe 1. Dann werden wir für dich bestimmt auch noch eine geile finden. Ach, alles easy. So oft looten wir die Dinger nicht, ne? Oh, Schrotflintenmunition, danke. Die habe ich nämlich zu Hause versehentlich aussortiert. Ja, ich würde auch sagen, das ist ein Samsung-Fernseher. Ab nach oben? Ja, oh, du rennst um, nicht, okay. Vom Standfuß her, hallo. Erstmal öffnen und mitnehmen, danach können wir drüber reden. Ich geh auch dafür in den Tod, Alter. Die Regale sind gelootet. Na komm, schlag noch einmal. Einmal noch. Bam. Cool. Hier auch noch eins. Oh, Tagebuch des Jägers. Naja gut, brauche ich nicht, aber es wäre vielleicht was für dich. Komm, noch einmal. Geht doch. Oh, das war's mit der Quest. Ich bin im Mädchenzimmer. Oh. Im Klo? Nee, ich habe ein pinkes Zimmer gehabt. Ah. Was war in der Kiste, wenn die Schutzkiste hart ist? Erst was Sinnvolles ist gesagt. Und das habe ich sogar gesagt. Das ist das Tagebuch des Jägers. Achso, wow. Also etwas, was du eventuell sogar gebrauchen könntest. Je nachdem, wie sehr motiviert du Tiere jagst. Ich hab einen Wandschrank gefunden. Das ist auch gut. So, Bücherregale hast du erledigt, sagtest du? Schön. Ja, da sag ich dir gleich, was drin war alles. Nachdem ich den Wandschrank geöffnet habe, ohne Probleme. Nein. Wow, gezähnte Klinge war drin. Nachtpirscher Band 1 habe ich schon. Geht rein. Achso, du packst rein, was du bären kannst. Ja, sehr ja. Gut. Nadel und Band 4, habe ich dir das nicht vorhin gegeben? Das hast du mir vorhin gekauft, ja. Wow, okay. Also das brauchst du mir da nicht reinpacken, das habe ich schon. Er ist immer im Nachthemd? Okay. Okay. So, alles drinne. Oh mein Gott. Lesen. Smart Packaging, was ist das denn? Zählen wir Slots im Inventar? Yep. LOL. Ich kann nicht ohne Grund mehr tragen, nebenbei. Ja, geil. Warum habe ich den Packmüll überhaupt gelevelt, wenn es sowas gibt? Da gibt es ja noch mehr. 5 mehr, 15 mehr. Ernsthaft? Es gibt nur 3 Bücher. Ja, aber 55 macht nochmal 20 Slots. Ja. Gott, hätte ich mir den letzten Packmüll ja sparen können. Du brauchst trotzdem alles in dem Sinne. Oh, du kannst echt alles lesen. Nee, ich hab den Bauplan von Armbrust, Fahrradlenker und Magnum habe ich noch im Inventar. Bei dem Magnum habe ich eigentlich gedacht, willst du lernen? Ah, kann ich schon aufgrund meiner Pistolenskills. Achso, dann nehme ich den. Pack ich dir gerne in den Wandtresor, sobald er frei ist. Wow. Schlag ihn, ist in Ordnung. Ich hab grad meinen PlayStation-Controller bewegt. Ich hab instant die Tasten für die PlayStation gekriegt. Ich könnte das Spiel also auch mit Controller zocken nebenbei. Also irgendwann kommt auch einer von den Zombies, der unten rumkloppt, hier oben nochmal an. Würde ich drauf wetten. Ja. Yeah. Wenn das so weitergeht, hätte ich gern gefühlt einen Boost für die Scheiße, damit wir den aufbrechen. Naja, ich habe da andere Möglichkeiten.
Geht recht schnell. Rollt's durch. Geht wahrscheinlich nicht mehr so schnell, als wenn du mit einem Sieg nicht durchkommst. Bitteschön. Danke. Laserzielhilfe hat die Cooling Mesh Mod. Du wolltest den Magnum-Plan haben. Ist drin. Ja, das war's. Dann. Eine Quest, die 200 Meter noch entfernt ist. Gut, nehmen wir als nächstes direkt. Wo ging's denn raus? Garage. Guck mal, wo wir sind. Zu Hause! Ah, cool, kann ich mal. Ich dreh mal kurz mein Inventar weg. Ich bin so überladen schon wieder. Ja! Aus die Quest! Oh, wie praktisch! Yeah. Hey, die Leitern sind gut geworden. Bitte aber um Ausbesserung. Ja, man kann ja später nochmal hübscher machen. Mir war es wichtig, dass es wieder funktioniert. So, ich gehe jetzt hier wieder von Kiste zu Kiste und mache einfach einen Klick. Das wäre schön, wenn du dir die Kiste einfach angucken könntest und dann per Shortcut das auch direkt machen könntest. Munition nehme ich natürlich wieder mit und diesmal nehme ich auch Schrotflintenmunition mit. Bin mal so nett. Ja, das heißt, ich muss aufpassen. Ich kann das nicht so reinmachen, weil ich die Autoteile noch abgeben muss. Wir haben sogar Kaffee gefunden hier, Sven. Wenn du Kaffee brauchst, wir haben wieder welchen. Und somit ist unsere Kiste wieder voll. Die Rohstoffkiste? Die Waffenkiste. Die Waffenkiste, gut, da kann man ja aussortieren. Ja, das tue ich auch gerade. Vielleicht kann man auch einiges davon noch zu Geld machen. Nee, ich zerleg die Level 1er Sachen. Oh, okay. Also den Teil der Level 1er Waffen. Fertig mit Inventar aufräumen. Ich bring kurz das Geld noch in unseren Tresor, dann können wir weitermachen. Also Geld haben wir mal wieder, finde ich gut. Raumstriker geht nach System, dann bekommt noch Patronen raus. Ah, Freshnate! Erstmal einen wunderschönen guten Abend! Heute wäre der Raid sogar gar nicht so dramatisch gewesen. Diesmal stehe ich nicht eine halbe Stunde auf der Stelle und greife einen Drachen an. Oh, Striker, du warst ja auch mit im Stream, ne? Ja, ja, ich hab das mitgekriegt gestern. Wäre ich schon von coolen Leuten geradet und dann, jojo, steht auf der Brücke und, ja. Macht nix. Ah, jetzt wir haben die Pistolen, stimmt. Ein Klassenfragment und wir haben den zweiten Soldier. Oh, schön. Allgemein können wir uns damit mal beschäftigen, dass wir noch ein paar Klassen mit reinkriegen. So, ich würde Richtung Quest fahren und da auf dich warten einfach. Jo. Können die Leute mich notfalls noch mit ein paar Zombies belästigen, wenn sie da Bock drauf haben. Können wir so machen. Bisschen lurken ist vollkommen in Ordnung.
Ach Gottchen. Ich bin ja ein Vollidiot. Bin zum Händler gefahren. Hab die Quest auch nicht gewechselt. Naja, gib es kurz ab. Wenn man schon mal da ist. Gott, wo habe ich denn die Farbe gebunkert? Oder haben wir überhaupt noch Farbe? Wir haben Farbe. Wo? Kannst mal in Kojas Chaos-Kiste gucken. Okay. So I suppose you wanna be paid. Fuck, ich brück ich dann trotzdem da jetzt rein. Ich mach kurz dann noch ein... Machen dann noch mal kurz einen Abschnitt. Scheiße, ich hab Portlachhammer in meinem Inventar. Was soll ich denn mit dem? Brauche ich doch gar nicht. Ich hab doch einen Stahl Portlachhammer. Mach ich nochmal kurz einen Abchecker an der Schmelze. Guck, ob unser Stahl fertig ist. Ach, okay, die Gurke ist beim Händler, wo wir abgeben müssen. Musst du da halt dran denken, du kriegst ja die dreifache Menge von mir. So, wir wollten Quests machen, die näher dran sind. Da, 300 Meter. Ich komme genau zu dem Zeitpunkt rein, wo noch einer fehlt für 5 Sekunden. Das nenne ich mal. Timing. Timing pur, ne? Schnell runter an die Werkbank, das Ding anstoßen, die Quest machen, das Auto bauen. Okay, die 52 Sekunden warte ich tatsächlich noch. Ja, wir alle warten auf Form Striker. Alles gut, ich hab mich ja eh verfahren. Das ist nicht so dramatisch. Oh. Profis am Werke. So, dann kann ich währenddessen auch nochmal mit Skills gucken. So. Spawn Snake. Jo, geht ja gut los hier. Wo ist sie? Na, Freshnet, du alte Schlange? Er zieht direkt die Magnum, Alter. Er macht kurz einen Prozess. Ich muss damit angeben, dass ich eine Magnum habe. Striker sei Dank. Obwohl, die haben wir auch gespendet gekriegt vorhin von irgendjemandem im Chat, ne? Weil die Leute uns gern hatten heute. Die haben die Sachen von den die Bauzeiten reduziert, oder es liegt langsam an meinem Skill. Es gibt auch Skills, du machst auch viele Skills mit schneller Kraft und so. Gut, weil es sind nochmal 52 Sekunden. Ich brauch Benzin. So, was brauche ich denn überhaupt noch? Wasserload 2.0, was ist das denn? Alter, wir haben hier Skills noch bis Level 250. Ja. Ei, ist das krass. Alter. Sven spendet mir ein paar EP. Bin auf dem Weg. Bin zwar am Laufen, aber egal. Versuch's mal. Ah, du scheiß Spider-Zombie da unten. Oh, ich glaube, ich komme gerade klar. Oh mein Gott. Das muss am Nachts passieren, das wäre schlimm. Ich glaube, ich brauche Vitamine. Habt ihr diese komische Superkrankheit? Was? Oh mein Gott. Alter! Nein! Die wollen uns wirklich umbringen! Ja, ich seh's. Bist du den Hai?
mein Gott, oh mein Gott! Ich hab noch nebenbei ein Video noch an. Ja, hab noch nebenbei den Psycho komplett hier hingerichtet. Oh. Ja, komm. So, die einzelne krieg ich noch hin. Wow, ich bin fast tot. Oh, warte, ich hab doch gerade als Questbelohnung noch einen Verbandskasten bekommen. Haha. Ei. Okay. Ey, der Kopf ist geplatzt kurz bevor ich da war. Ja, ich weiß. Ich habe nicht ohne Grund meine AK durchgeladen. Das Auto steht vor der Tür. Dann lass uns doch mit dem Auto zur Quest fahren. Ist doch, ist doch viel umweltfreundlicher. Hast du Benzin? Ganz kleines bisschen. Aber ganz kleines bisschen hatten wir oben noch. 5000 oder nicht? Wir hatten doch oben noch 5000. Hast du die rausgebracht? Hast du die schon verbraucht? Nein. Weil ich gedacht habe, du hast alles mitgenommen. Nee, ich wollte nicht alles verballern, weil ich dachte, hielt das für Verschwendung mit meinem Bohrer. Ich gehe kurz ins Lager. Ja, da haben wir noch welches. So, dann kann ich mir auch gleich mal Vitamine reinfetten, wenn ich mal da bin. Ach, schön. Also ist jetzt nicht viel Benzin, so ist das nicht. Wir sollten uns wirklich mal welches ranschaffen. Ich bin ja gerade Level abgekriegt. Ich kann ja mal kurz gucken, also herstellen können tun wir es schon. Müssen nur die Chemiebach mal anschmeißen dafür. Techniken, Klaas, brauche ich dafür. Techniken machst du, oder? Auf jeden Fall kann ich Benzin schon herstellen. Nee, mir geht's um die Salvage Operation. Ach, damit wir da mehr rauskriegen. Nee, Techniken hat noch keiner von uns. Also macht keiner von uns, glaube ich, oder? Oder machst du das? Nee, weil du machst Tradesman. Ich kann's mitmachen, weil Techniken haben wir echt genug gefunden für genug Klassen. Und ich habe ja noch keine zweite. Dann können wir das auch zu zweit dann machen. Kommt drauf an, was ist ein Techniker? Guck einfach nur mal kurz. Drahtwerkzeug herstellen, okay. Ich hab getankt! Aussteigen. Ja, mach du doch kurz und tank nochmal ein. Du bist der Fahrer. Die Huppen sind geil. Oh, ich kann sogar verbesserte Erdbohrer machen. Level 80. Oi. Also Leute, das ist unser cooles Auto. Das ist unser Questgebäude. So, ich habe gehört, wir brauchen Benzin. Mantis. Da guckst du doof, ne? Oh, Schreierin! Nein. Oh. Puh. Ich hab sie erledigt. Ach so, säubert. Und hier ist deine Tasche im Übrigen. Nice. Danke. Meine ist irgendwo oben. Oh, es gibt einen geheimen Keller. Ah, ich glaube, es wird irgendwo einen Boden geben, wo du durchfällst. Hi! Ja. Yep. Nettes Timing! Ja. Yep. Hat sie einfach die Leiter hoch. Ganz entspannt. Ach, er hat schon komplett gelootet.
War nur die Kiste, glaube ich. Ja, ja, alles easy. Oh, Katzenbildchen. Aber ich will auch noch so ein Lama-Bild haben. Irgendwann müssen wir mal eins herstellen können, hoffe ich. Oh, hi. Wie? Ich habe ein Rezept für Kürbiskuchen und ich habe ein Rezept, beziehungsweise ich kann schon den Supermais herstellen. Oh, sehr schön. Also als Samen. Das heißt aber, wir müssen den Supermais trotzdem erstmal finden, ne? Ah, Tasche. Yay. Ja, ich brauche 5 Supermais, damit ich einen Samen herstellen kann. Oh, Leute. Was ist mit dem Kürbel? So. Ja, was ist das? Guck rein. Oh, ich würde die Handschuhe nehmen. Was sind das? Tankstühlen. Die sind sogar schon grün. Ach nee, die sind standardmäßig grün. Bisschen weniger Explosionsresistenz, aber halten ein bisschen länger. Ich nehme den Kevlar-Helm. Bist du eigentlich leichte Rüstung oder schwere Rüstung? Zu komplizierte Frage. Lass mich gleich gucken. Ich nehme den Rest dann einfach mal mit, dass wir es nicht hier lassen. Jo. Ah, komm ich ran? Ja, ja, ja. Sagen wir es mal so. Ich habe hauptsächlich Kevlar-Ausrüstung. Das heißt, du bist. Oh, wir hatten zu Hause mal in unsere kleine Knoten geguckt. Wir haben einen Kevlar da. Ist leichte Rüstung. Ja, muss ich mal gucken. So, wo geht es denn jetzt hier wieder raus? Garage, das übliche, wenn ich so blöd frage. So, meine nächstgelegene Quest ist jetzt 400 Meter zum Ausgraben. Rechts rum. Stumpf rechts und geradeaus, dann sind wir da. Ausgraben. Vorräte. Nee, jo, fahr durch den Vorgarten. Ja. Also Kevlar, nicht Tesla, ne? Ne, eine Tesla-Rüstung würde ich mir auch nicht anziehen, die geht vielleicht hoch. Ach ja, ich habe ja keinen Motorsound als Beifahrer, wenn du länger fährst. Oh, jetzt habe ich nur noch die Mod-Fahrzeuge und den Gyrocopter, ne? Oh yep. Nee, wir haben das Motorrad noch nicht ausprobiert. Also wenn wir die Teile für den Motorrad zusammen haben, einfach aus Prinzip mal. Die werde ich aber nicht craften, die werden wir wenn sammeln. Also wir haben, einen Teil haben wir sogar schon. Hier ist Sand, das heißt jetzt nur von Erz. Nicht wissen, was wir hier haben. Ah, Salz. Unwichtig. Da haben wir schon eine Stunde markiert. Hier, habt ihr. Da sind drin ein Haufen Waffenteile. Yay. Ach ja. Das weckt ja mal die Nachbarn hier.
mal aufhören, bitte das nächste Mal den Nachbarn zu wecken? Ja, ich gebe mir Mühe. Wahrscheinlich nicht. Oh, ich soll das nächste Mal die Handbremse anziehen. Ist das Auto runtergerollt? Ja, in den Teich auch noch. Lass mich froh, dass es so ein kleiner Teich ist. So, eine Quest haben wir noch, die dürfte auch nicht so weit weg sein. 180 Meter, das ist ja nicht weit. Oh, wir liegen auch super in der Zeit, können wir auch gleich wieder alles abgeben. Und haben ein geiles Auto. Oh, schön. Guter Tag heute. Sehr guter Tag. Oh. Ich würde mal sagen, wir nehmen die Autos aber doppelt mit, schon mal mindestens, oder? Benzin und so. Trotzdem solltest du die Autos öffnen, bevor du sie komplett zerlegst. Das ergibt ein bisschen Sinn. Oh, das sind ja so viele Autos. Oh, wunderbar. Stell dir mal vor, es kommt gleich noch ein neues Auto. Da kommen, glaube ich, gleich noch mal ein paar neue Autos. Also. Können auch noch mal reingucken hier auf jeden Fall. Einer von denen offen? Abschluss, 2000. Steirin! Ich wollte erst mal ausmachen und gucken, ob irgendwas sichtbar ist, ob das nicht so schlimm ist. Da drin ist eine ganze Menge cooler Scheiß. Das ist Steirin. War die Steuerin? Hat sie gerufen? Alter, nee. Was? Mach doch einfach die Scheiße selber, Mann. Hä? Ja, ich hau immer auf die Zombies ein. Die sind komischerweise die vorher tot, Alter. Oh, das passiert mir aber auch öfter mal. Ich brauche aber länger zum Ausholen. Ey, der wird 62, danke. Guck mal, kaum hast du den Erdbohrer, hast du mich schon wieder überholt. Echt? Ja. Okay. Ich habe eine Quest mehr abgegeben als du. Das haben wir nichts zu tun. Je nachdem, wie viel dir fehlt, schon. Fehlt ein Millimeter. Ja, dann hat es damit schon eine ganze Menge zu tun. Nee, also ich habe dich eingeholt, aber nicht überholt. Das wollte ich damit sagen. Wenn ich bedenke, wie viele Klassen ich schon abgeschlossen habe, jo. Hast du eine Menge aufgeholt. Das kann so und auch überholt. Wow, jetzt werden hier schon Kanalpunktewerte gesehen, ob wir die Nacht überleben. Warum sollten wir die Nacht nicht überleben? Ist Tag 14? Nee. Hä? Nee, deswegen. Wundert mich das gerade. Geht mir aber so ziemlich gerade auf den Senkel. Wisst ihr das? Eigentlich die komischen Blaupausen. Weiß ich nicht. Bin noch nicht hintergestiegen. Medium Blueprint Supply. Oh, da können wir richtig coolen Scheiß mitmachen. Ich habe hier dem mal zwei Bücher hier in die Box gelegt. Und Rezepte. Ey Gott, fehlen mir alle. Was für ein Glück, ey. Oder Pech, je nachdem, wie man sieht, ne? Ja. Auslegungssache. Oh, hi. Aber die Schreierin beseitigt. Die war auch schon wieder. Und nimm mal den. Und nimm mal den Delfin mit. Mach du mal, ich kümmere mich um den Safe so lange.
Geld. 7. Was meintest du eigentlich mit dem Delfin? Ich habe ein Blüschchen wieder mitgenommen. Ach so, ich habe verstanden. Nimm mal den Delfin mit. Deswegen, ich war gerade verwirrt. Ich habe den Delfin gesucht. Nö, nö. So, bin bereit. Deine Quest. Ach so. Ja, bin trotzdem bereit. Oh, ein HD-Rad. Sehr schön. Unser zweites. So, wo prügeln wir uns rein? Ich glaube, hier die Tür war offen. Wir nehmen einfach den Weg, würde ich vorschlagen. Da wir eh ausräumen müssen. Also, tschüss. Ah! Ich mich gerade erschrocken. Dann mache ich kurz den Save wieder auf. Ich nehme wieder die Rechner mit. Mir fehlt ein Bein. Ist von der Theke gefallen. Ah, ein Fuchs. Ja. Yeah. Wir haben einen neuen Fuchs für unsere Sammlung. Geil. Super. Ich habe gerade den Bauplan für Erste-Hilfe-Verbände gefunden. Brauchst du den zufällig? Weiß ich nicht. Ich glaube, er kriegt auf jeden Fall gleich einen Kollaps, Alter. Wenn ich aufschlagen soll, sag Bescheid. Bei den Kleinen ist das ja. Vor dem Ding und schon funktioniert, ey. Gute Einstellung. Oh, hier ist irgendwie. Ist das meine? Das ist deine, oh Gott. Am Boden. Jo. Ja, ich brauche auch irgendwo eine. Wo ist die denn? Ach, deine anderen Fach hinterm Boden. Auch gut. Jo. So, Quest erledigt. Looten. Loot Echo Sedan. Schaufel, also Eisen. Wieder ein Turbolader. Kann ich gleich mal gucken, ob ich den reinsetzen kann. Du ja einen Erdbohrer hast, brauchst du ja auch kein. Auch weder Spitzhacke noch Schaufel, außer die sind irgendwie aus Diamant oder so. Nee, ist eine Stahlschaufel. Also wenn wir genug Stahl haben, kann ich natürlich auch gerne Erdbohrer machen. Das ist. Wir haben ja alles außer Stahl gehabt. Ja, aber wir brauchen ja sowieso dann jetzt erstmal Benzin. Stimmt. Ich habe einen Bauplan für Stahlwerkzeuge, das müsstest du ja schon können dann, oder? Nö. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, nicht gelernt. Dann komm mal her. Dann ist hier ein Bauplan für Stahlwerkzeuge. Noch ein Weg. Plus Delfin. Ja, ich habe Delfin. Oh, warte, doch, kann ich schon. Kannst die gerne lernen. Okay. So, dann auf zum Auto. Boah, du hast eine Horde, glaube ich, da drin. Ach du Scheiße!
Komm durch die Tür. Oh. Versteck die Sau. Checken, dass wir sie uns umbringen könnten. Ei! Naja, nimm's mir nicht übel, aber. Weißt du, so ein Blur-Effekt, der ist so. Weißt du, wenn noch ein Ei mit dem Spiel gewesen wäre, dann hätten wir nochmal drüber reden können, dass mit dem draufgehen. So, ich hab ja auch Bücher. Eins. Warte, ist Hai nun was für dich? Oder eher was für mich? Hai nun ist theoretisch was für dich, aber wenn du es hast, nehme ich's. Nee, das habe ich noch nicht. Aber ein anderes habe ich dir reingepackt. Schreierin. Gelesen. Sehr schön. Auch mal dieser Blur-Effekt ist gleich weg. Der ist ja schlimm. Der hält noch 9 Sekunden. Schreierin ist weg. Perfekt. Widerlicht. Dann ab zum Händler. Ja, ich hab zwischendurch ein bisschen nachgetankt, also ein bisschen sieht das schon gut aus. Du dürftest ja auch noch ordentlich was im Inventar haben. Ah, ordentlich können wir drüber reden, 1000. Wie bitte? Ich hab nur 1000. Oh. Ich hab gerade 2 oder 3000 Benzin rausgehauen aus der ganzen Scheiße. Ja, mag zwar sein, aber es bringt nichts, wenn ich, in andere Skills investiert habe. Junge, wie viele Steine tauchen hier denn noch auf? Kann ich erst mal fahren? Nö. Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Schade. Ah, sehr angenehm. Tag ist sogar fast rum. Geil. Könnt ihr ja mal kurz ganz allgemein in die Runde fragen, wie ist denn eure Stimmung wegen noch länger oder halt auch nicht? Beziehungsweise ich frage natürlich zuerst mal Bounce-Tracker nach seiner Meinung, wir wollen ihn hier zu nichts nötigen. Also ich bin noch dabei. Geht es darum, wie die allgemeine Stimmung jetzt so im Chat ist, weil wenn gleich eh alle ins Bett gehen, dann brauchen wir nicht noch einen Tag dranhängen. Alter, der Pot ist schon bei über 3.500, ist ja krass. Also, ja, schon mal einen, der bleibt. Bestimmt, weil er Bock hat, uns umzubringen. Hat jetzt Blut geleckt. Ah. Gut, Sven sagt, er muss morgen um 8 raus. Magnum Vollstreckerbahn 2. Zauberer Graf, danke. Achso, warte. Magnum Vollstrecker habe ich, glaube ich, fertig. Moment. Ja, Magnum habe ich fertig. Da kannst du alles von haben, was du findest. Gut. You must think you're pretty hot shit now. Technikfreak Band 2. So I'll honor our agreement. Technikfreak habe ich gar nichts. Das heißt, ich nehme dir das schon mal mit. Hör ich raus. Sag, nehme ich lieber eine Waffe mit oder nehme ich das Fahrrad? Ach, Bauplan. Ne, dann nehme ich lieber das Antibiotika mit. Gleich neue Aufgaben mitnehmen, gucken. Abholen, säubern 200 Meter südlich. Vierer Stahlaxt? Und Vierer Militärhelm? Vierer Stahlaxt, ja. Militärhelm, hast du Einblick, was es ist? Ob leicht oder schwer? Leicht. Ja. Schrotflint, Messiah Band 1. Guck ich gleich. Das ist die Sache. Hast du, wie weit bist du mit Hai Nun gewesen? Ach, ich nehme das Buch einfach, egal. Ich habe hier zwei Ausrüstungsmöglichkeiten. Ja, du musst ja gleich nochmal sagen, ob du Shotgun Messiah Band 1 willst. Weißt du, was du für Stiefel hast?
Okay, ich gehe raus aus dem Menü. Ich habe keine Ahnung. Ich habe 2er Stahlstiefel, also die dürfen gerne gegen gut, das neue. Dann gebe ich dir 2er. Ich merke gerade, ich bin zu 7,5% infiziert. Wann ist das denn passiert? Ah, bestimmt jedenfalls, als ihr uns umbringen wolltet, da in der Werkstatt. So, wenn ich jetzt nochmal nach Bad 1 frage, kannst du mir jetzt antworten? Klar, mit Shotgun war's. Shotgun mit Cyberband 1 brauche ich noch. Gut, kriegst du. Beantwortest du mir dann auch gleich noch meine Fragen? Geht gleich los. In welche Richtung hast du Quests angenommen? Keine Ahnung. Waren alle hier in 200, 300 Meter in der Umgebung. So, deine Fragen waren welche? Magnum Vollstrecker hattest du, Band 2. Bin ich fertig mit, ja. High Noon, Band 4. Moment. Ich muss erstmal wieder suchen. Band 4? Ja. Oh, geil, ist das letzte, was mir fehlt. Glückwunsch. Yeah. In der Tasche. Geil, ich pack mal für dich auch rein. So, warte. Du wolltest, hast ja ein paar mehr Sachen gerade noch. Noch die Axt. Ich hatte doch noch einen Helm für dich genommen. Was ist denn der abgeblieben da oben? Oh. Direkt Auslieferungszustand mit Licht, wenn ich das richtig sehe. Wow, nice. So, bei mir ist von den Quests her nichts so wirklich in der Nähe. Das heißt, ich nehme einfach was. 1,5 Kilometer Süden. Aufgaben? 700 Meter Süden. Oh, perfekt. That's all you're gonna buy. I'll let you show yourself out. So. Thank God you're done browsing. Hab genug Quests. Ich werde sie noch schnell teilen mit dir. Ja. Teilen. Nette Idee mit dem Militärhelm, aber der Kevlar ist tatsächlich besser. Weil der Kevlar-Helm hat. Nein, meine Mutter ist rausgefallen. Weil mein Kevlar-Helm hat einfach mal 1160 Haltbarkeit. Also, Zaubererkraft, okay. Das wieso kann ich dir erklären. Allerdings, warum Sven so komische Fragen stellt, das ist eine andere Sache. Oh, brauchst du 3er-Tanks? Ach nee, du bist ja leichte Rüstung. Ja. Yep. So, ich sollte was essen. Aber ich habe ja was da. Oh, gut, dass du es erwähnst. Ich muss nach Hause. Du musst nach Hause? Aber du nimmst vorher diese Gurke hier mit, vor der ich stehe. Ja, ist okay. Wo bist du? Direkt vom Händler. Draußen? Ja. Ich kann dir sagen, das wird nichts. Was meinst du? Ach so! Entschuldigung! Ich glaube, das Gespräch hattest du schon mal mit dieser Gurke, oder? Ja, ja. Das ist ja mies. Du auch Quest teilen. Ja, hab ich schon getan. Wir können eh erstmal raus. Ich müsste mich nämlich mal mit Antibiotika vollpumpen. Ja, ja, nur ich wollte jetzt erstmal teilen und dann. Ah, kann ich sie auch akzeptieren. Normalerweise.
Warte mal, da. Okay, mit dem will ich spielen. Ja, ich wäre noch ein bisschen weitergefahren. No, fuck, fuck, fuck! Weißt du jetzt warum? Ja, ja, ist in Ordnung. Ich hab nämlich auf den Anschlag gewartet. Ah, scheiße, das mit dem Team ist jetzt ein bisschen Mist. König, verpiss dich, du Potsau. Geh weg! Ah, hi! Okay. Ah! Oh Gott, der Hai ist weg. Ich will gleich definitiv erstmal nach Hause. Alter, ist das strange. No range? Oh, wir dürfen, ich kann ja Nahkampf mehr benutzen. Ich würde den Demolisher einmal aktivieren, wenn dich das nicht stört. Wir sind gerade geslowt, du Affe. Ich würde den noch am Leben lassen. Gutes Argument. Obwohl, ich bin schnell genug, glaube ich. Jupp. Wir haben ein Loch in der Straße, also pass auf beim Nachhausefahren. Alter. Gut abgefangen, aber auf jeden Fall kurz vor dem Ende. Weil wir waren kurz vor dem Haus vor der Haustür. Nächste Horde. Ich blute. Leute! Ja, jetzt muss ich mal wieder treffen hier. Hab mir das Auto und komm ein paar Meter nach vorne. Das ist in Ordnung. Du Schwein! Straßenseite? Ja, bist du. Ist mir die Alte auch nochmal rückgefallen und man hört ihn gejagt. Ah! Schieß nicht, lauf einfach, also geh. Ach komm, den letzten schaffe ich noch. Die sind jetzt gerade eh in unserer Safe Zone. Hey! Die unten bleiben! Alter! So, ich gehe nach Hause. Bin da. Dein Ding. Kann ich verstehen. Nein. Ich fall mit dem Auto nicht da den scheiß Graben, Alter, den der Basti geschaufelt hat, ey. Ja, dumm gelaufen. Spaß, aber auch nicht in das Loch, was da uns durch Zauberkraft reingesprengt wurde. Ist auch nicht so schön. So, einmal in die Medizinkiste. Ich brauche ein paar Drogen, bitte. 9,8%. Oh mein Gott, haben wir noch natürliche Antibiotika? Keine Ahnung, Alter. Ich brauche jetzt erstmal das fetteste Essen, sonst liege ich hier gleich tot. Wir haben genug fettes Essen da. So, haben nicht natürlich. Das heißt, ich nehme normale. Steak mit Kartoffeln, Intus. Ja, und noch. Kannst du auch einen Chili-Hotdog gönnen. Die sind auch super. Nee, alles easy. Das anscheinend habe ich auch noch gebrochene Arme. Nee, doch nicht. Schnittwunde auch. Ach nee, die ist aber behandelt. Die müsste behandelt sein. Ja. Weißt du, ich hab nur Essensmangel, du bist hier was, das stückelt, ey. Ja, die meinten es ernst. So, kann ich jetzt erstmal hier alles laufen lassen und aussortieren? Sehr schön. Ja, lass mich das mal kurz vorher machen. Was, aussortieren? Ja. Naja, ich gehe von Kiste zu Kiste und mach zweimal Klicks. Das mache ich auch. Da hat sich gelohnt. Wir müssen unsere komische Crafting-Gedönskiste aber definitiv mal... aufräumen, aussortieren. Ich packe es. Alter. Alter, der Pott ist jetzt bei fast 4000 Punkten. Also geil, ja, ja.
und meine Stahlspitzhacke habe ich Stufe 1 habe ich auch mal gegen eine Dreier getauscht. Sehr schön. Bin mit meiner 6er Eisenschaufel noch zufrieden, anstatt eine 4er Eisenschaufel zu nehmen. Mods. Rein da. Oh, ich muss mich hier definitiv erstmal erholen, ey. Wieso hast du zu viel aufs Maul gekriegt? Ja, so, also, es geht langsam wieder. Oh! Vielen Dank! Ist jetzt die freundliche Entschuldigung oder das Mästen vor dem nächsten Versuch des Schlachtens? Damit du dich wieder raustraust. Das ist eine Falle, meinst du? Ja, ist okay. Ja. Yeah. It's a trap! So, ich hab Kuscheltiere. Stell ich die einfach stumpf bei uns ins Werkzeug? Ins Schlafzimmer? Nee, stell sie bei uns ins Schlafzimmer, wenn. Ja. So, Schlafzimmer. Ich mag unsere Kuscheltiersammlung. Nee, die Füchse sind so niedlich. Wo pack ich denn den Delfin mal hin? Wenn wir uns auf eins einigen, ha? Kannst du die Schilder wieder sperren? Das geht mir nämlich auf den Sack, dass ich darauf Zugriff habe, tatsächlich. Ja, kann ich machen, das kriege ich noch hin. Ich dachte, vielleicht das gefällt dir eher, wenn du was machen kannst, aber so ist auch in Ordnung. So, oh, was trinken. Also jetzt will ich doch langsam was in die AK investieren, wohl eher. Also wenn die uns nochmal so aktiv so versuchen umzubringen, ne? Wär's gut, wenn wir uns besser verteidigen können. So, was sagt die Schmiede hier? Kann man den ganzen Kram hier eigentlich rausgießen mal? Ach, du schmelzt sogar noch ein. Ich würde mal sagen, wir machen die Schmiede hier bitte einmal leer und ziehen uns eine neue unten hin. Also darfst du uns gerne geschmiedeten Stahl en masse ausgießen. Kein Ding. Ja, die Plüschis sind niedlich, aber ich glaube, der Striker hat sogar einen Skill, aus dem er richtig geile Granaten mitmachen kann. Also ein paar Plüschis werden bald das zeitliche segnen, also vielleicht von den Neuzugängen. Also eine Plüschibombe klingt ja irgendwie schon witzig. So, was soll ich sonst noch irgendwas ausgießen? Die Materialien wieder, oder? Nee, weil dann kennst du. Schmeiß mal einfach alles an, was wir an den Schmieden Stahl machen können und versuch den Rest so leer zu kriegen wie möglich. Ja, das kann ich ganz einfach machen, indem ich das Zeug ausbrenne. Ja, passt doch. Aber ich dachte, erstmal Stahl, das finde ich, damit können wir definitiv sogar noch was machen. Ja, anfangen. Der Stahl ist am machen. So, ich werde jetzt hier mal unser Crafting-Gedöns aussortieren. Baustoffkiste machen. Beziehungsweise eine Baustofferzkiste vielleicht sogar. Gerade alles aus. Ich wüsste, Wumbeit. Was meinst du? Ach, Qualitätsstufe 4 kann ich erst ab 75 machen. Ab 75 kann ich ja auch 5er Erdbohrer machen. Ja, mir geht's gerade um Waffen. Ja.
Ich klopp jetzt gerade alles in Rifles, damit ich, wobei, warte mal, scheiße, das ist der falsche Skillbaum. Gekochtes Essen? Ja, aber Sniper will ich ja eh auch machen, also alles easy. Dann nehme ich auch mal Speck mit Eiern. Lange nicht mehr gehabt, was Gutes. Perfekt, geregelt. Kann ich mir eigentlich einen Stahlknüppel herstellen? Hab ich dafür schon Skill? Keine Ahnung. Nö. Wo ist denn der Skill? Steel Club heißt, der wundert mich jetzt nicht. Wo finde ich den? Das ist die interessantere Frage. Den findest du unter Weapons. Ja. Vierter. Ja, schön. Blunt Weapon Level 3. Level 3 auf Crafting Skill Blunt Weapon. Das habe ich. Ich habe jetzt Hickey reingesetzt. Ich glaube, ich würde mal was mit dem Stahl gleich dem und mit dem Knüppel machen. Ich weiß noch nicht mal woher. Ich weiß welches. Was ist Blunt? Wo levelst du die? Weil ich sehe da Level 0 bei mir. Das ist unter Crafting Skills. Und warte, jetzt speziell Blunt Weapons ist dritte Reihe von oben, zweites Symbol von links. Crafting Skill Blunt Weapons. Ach du Scheiße. Du musst das, immer so ja, umdenken. Okay. Hier links ist alles zum Craften. Wenn du irgendwo rechts bei den Skills siehst, dass du was zum Craften brauchst, musst du zu den Crafting Skills gehen. So, warte, ich muss mal kurz den Chat verlaufen. Die Plüsch ist ja niedlich, ja. Ja. So, ich wechsle mal aufs Teller drüber und mache meine Feierabendrunde. Ja, machen wir. Ich will einen Stahlknüppel. So, was kann ich brauchen dafür? 25 Stahl. Die haben vielleicht sogar auf Lager, oder? Nö. Okay. Musst du hoch dir rausnehmen aus der Brennerei. Zombie irgendwo? Ja, unten. Oder ich geh mal wieder einher und schließe Schilder ab. Schlimm mit dir. Oder so, drüben auch noch? Was geil ist, ich werde für gewöhnlich immer angepöbelt von dir, wenn ich nicht dran denke, aufzuschließen. Jetzt werde ich schon gebeten zum Abschließen. Du hast eine Leiche im Treppenhaus vergessen. So. Wunderschön, da wollte ich kurz ran. Ach Mist, sind erst 5 fertig? Ja. Ah, nein! Ich kann das andere auch nach hinten schieben jetzt gerade. Nee, das geht ja schnell. Dann nimmt dort ja nur eine Minute, bis das fertig ist. Das macht jetzt einen coolen Effekt. Das ist okay. Rest haben wir da. Oh, Stahlknüppelteile, okay. Haben wir den Rest da, aber ich glaube schon. Ja. Yep. Geh ich mal an die Leiter. Motorräder würden wir eins craften wollen, um die Hupe zu lernen, sobald wir die Teile dafür wirklich auf Lager haben. Benötigen tun wir es, glaube ich, gerade nicht. Wo ist denn deine goldene Klorolle hingepackt? Habe ich die nicht aufs Klo gestellt? Weiß ich nicht. Ich glaube, die ist auf dem Klo. Da, ja, wo sie hingehört. So, was kann ich eigentlich mit meinem Tradesman anfangen hier noch? Storage und Komfort, okay. Stimmt, gut, dass du das gerade erwähnst. Ich wollte wegen dem Techniken gucken, was ich da so alles mit von dem machen kann. Die Woche ist schon wieder fast rum und wir haben schon wieder null auf den Blutpunkt vorbereitet. Ich weiß. Wow, zum Soldier Level. Wow, um den Soldier zu leveln, muss ich Zombies töten mit einer Pistole. Fickt euch doch. Drahtwerkzeug herstellen.
Auch mit Randwerkzeug brauchen wir geschmiedet, brauche ich neun geschmiedet, damit ich verarschen das Spiel. So, was brauche ich denn für die Technikerklasse eigentlich? Finde ich gar nicht so schlecht.